Die FDP zu steigern, ist für viele Radsportler da draußen eines der größten Ziele. Und egal, ob man dadurch im Wettkampf oder auf seiner Hausrunde schneller ist, mehr Leistung macht definitiv mehr Spaß. Mit welcher Einheit du deine FDP mit wenig Zeitaufwand ganz einfach steigern kannst, verrate ich dir in diesem Video. Also bleib unbedingt dran! Und damit hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute nehme ich euch mit zu einem ganz besonderen Klassikertraining und zwar 3x20 Minuten SST, das heißt mit 90% der FDP. Und ich denke mal, das wird ganz schön hart. Deswegen bin ich gespannt, ob ich es heute durchziehe. Ich hoffe, ihr seid's auch und bleibt dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich direkt beim Warmfahren. Ich fahre mich warm, ich schätze mal so 20 bis 30 Minuten. Ich fahre zum Fuße des Anstiegs, den ich mir rausgesucht habe. Ich fahre das Ganze im Grundlagen- bzw. Ausdauerbereich. Und ich bin übrigens immer noch in den Vogesen unterwegs in Frankreich. Hier gibt es wirklich sehr viele schöne lange Anstiege mit ganz wenig Verkehr. Den Anstieg, den ich mir heute rausgesucht habe, der hat rund 300 Höhenmeter. Sollte für 20 Minuten SST reichen. Ein Anstieg ist auch ein gutes Thema, weil das so viele von euch gefragt haben, warum ich die Intervalle am Berg fahre. Also ich mache das lieber an einem Anstieg. Das fällt mir leichter, dort die geforderten Watt zu fahren. Und ja, mache ich lieber am Anstieg. Kann man auch im Flachen, aber das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer. Ich kurbel jetzt noch ein bisschen und wir sehen uns gleich im ersten Intervall. So, ich starte jetzt gleich mein erstes 20-Minuten-Intervall und bin schon sehr gespannt, wie heute die Beine sind. Man darf sich beim ersten ja nie täuschen lassen, das fühlt sich nämlich dann vielleicht ein bisschen zu leicht an und man möchte eigentlich gern mehr Watt fahren. Aber man sollte nie vergessen, dass man es ja einfach noch zweimal fahren muss. So, das erste Intervall habe ich gerade gestartet. Jetzt heißt es 20 Minuten 90% zu fahren. Wie ich das genau mache und in welchen Zonen ich mich hier bewege, das würde ich euch gerne noch genauer erklären. Dafür schalte ich aber rüber ins Office. Und damit hallo aus dem Office. Ich wollte euch gerne, weil dazu auch immer wieder Fragen kommen, noch kurz und knapp ein paar Infos geben, wie ich mein Training steuere. Also ich trainiere nach Watt, das heißt, ich zeichne meine Leistung während des Trainings mit Hilfe meines Wattmesssystems auf und kann dadurch eben mein Training effizient steuern und im Nachhinein auch auswerten. Man kann natürlich nach Watt trainieren und die Herzfrequenz mitlaufen lassen. Man sollte sich aber immer für ein System entscheiden und eben Watt und Herzfrequenz nicht mischen. Ich nutze für meine Trainingssteuerung das 7-Zonen-Modell von Coggan. Das ist ein sehr bekannter Sportwissenschaftler und ich blende euch das Modell mal ein. Wenn ihr da die genauen Prozentzahlen wissen möchtet, dann macht euch doch einfach gerne an dieser Stelle einen Screenshot. Und gerade bei diesem Modell, was ich nutze, da kommt eben das Wattmesssystem zum Tragen, denn nur dadurch könnt ihr eben die Zonen 5, 6 und 7 überhaupt nutzen, weil bei der Herzfrequenz ist ja bei 100% irgendwann Schluss. Aber wenn ihr nach Watt trainiert, dann könnt ihr eben auch über eure 100%, das heißt über eure FTP hinausgehen und eben in den Zonen auch effektiv trainieren. Um das ganze System nutzen zu können, müsst ihr natürlich vorher eure FTP bestimmen, das heißt eure Schwelle. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das blende ich euch ganz am Ende dieses Videos ein, wenn ihr es noch nicht kennt und euch da vielleicht eine Inspiration holen wollt. Mein heutiges Training fahre ich mit 90% meiner FTP und somit ist es eben eine Einheit an der Grenze zwischen Tempo und FTP. Deswegen wird das Training eben auch Sweet Spot Training genannt. Abkürzung ist SST, weil das eben an dem Sweet Spot zwischen Tempo und FTP liegt. Nach Coggan lassen sich die Sweet Spot Einheiten zwischen 88% und 93% der FTP einordnen und ich nehme hier gerne als Wert die goldene Mitte und fahre meine Sweet Spot Einheiten mit 90% meiner FTP.
Und was das SST-Training jetzt genau bringt, das erzähle ich euch später. Jetzt schalte ich aber erstmal wieder zurück an die Strecke. Die ersten 20 Minuten, das erste Intervall ist geschafft. Das hat sich noch ganz gut angefühlt. Ich kurbel jetzt noch ein bisschen locker weiter und dann rolle ich den Anstieg wieder runter. Da haben auch viele gefragt, wie das denn ist mit Runterrollen, mit Laktatabbau und so weiter. Also ich mache das in der Regel unterschiedlich. Also oftmals trainiere ich Intervalle an einem Anstieg und rolle den dann einfach auch direkt wieder runter. Wenn es halt möglich ist, dann versuche ich eben locker mitzutreten. Das baut natürlich Laktat ab. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn ich jetzt im Rennen bin, dann geht es ja auch hoch und runter. Das heißt, der Körper muss dann auch irgendwie lernen, auch in der Abfahrt mit dem Abbau des Laktats klarzukommen und dann eben am nächsten Anstieg direkt wieder Vollgas geben zu können. Also es ist eigentlich eine ganz gute Übung und ich mische das immer ein bisschen. Ich mache das auch nicht immer gleich. Aber heute kurbel ich so 10 Minuten im Flachen, roll dann 10 Minuten runter und dann beginnt das nächste Intervall. Also ungefähr 20 Minuten Pause zwischen den Sets. Und wir starten direkt ins Intervall Nummer 2. Das zweite läuft ganz gut, fühlt sich aber deutlich härter an als das erste. Das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache. Und was sonst noch Sinn der ganzen Sache ist, das möchte ich euch gerne auch noch genauer erklären, aber dafür schalte ich wieder rüber ins Office. Ja, was bringt das Ganze nun? Dazu ein paar kurze Erklärungen. Also SST-Training eignet sich als besonders effektive Trainingsmethode, um eure FTP, also eure Schwelle, zu steigern. Ein Training in diesem Bereich erhöht nämlich die Anzahl eurer Mitochondrien. Und Mitochondrien sind kurz gesagt die Kraftwerke eurer Zellen, die Nährstoffe in Energie umwandeln. Oh, ich sehe gerade, da kommt eine durchs Bild. Und je mehr Mitochondrien es gibt, desto mehr Energie kann eben produziert werden im Körper. Und damit steigert ihr eben eure Ausdauer, eure Schwelle und am Ende eben eure Gesamtfitness. Und das SST-Training, das setzt eben einen Reiz, der euch nicht so stark ermüden lässt. Und dadurch könnt ihr euch eben schneller erholen, das heißt regenerieren, habt aber trotzdem einen gezielten und guten Trainingsreiz gesetzt. Deswegen ist SST-Training eben vor allem für die interessant, die eben ein geringes Zeitbudget zum Training haben, aber trotzdem das Maximale herausholen wollen. Und wichtig ist eben an dieser Stelle, dass ihr euch da langsam rantastet. Also meine heutige Einheit, 3x20 Minuten, das ist schon die Königsdisziplin im Training. Ihr könnt zum Beispiel mit 3x8 Minuten starten oder 2x10 Minuten. Dann steigert ihr euch zu 3x12, 3x15 und am Ende könnt ihr dann eben 3x20 Minuten im SST-Bereich fahren. Und was ich natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, dass man jetzt nicht nur SST-Einheiten fahren kann, sondern man sollte seine Intervallformen immer variieren. Das heißt auch mal im hochintensiven Bereich, also alles, was im V2-Max-Bereich liegt. Da habe ich übrigens auch schon ein paar Videos zugemacht. Schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Das war's nun erstmal dazu und ich schalte wieder zurück ins Intervall. Danke für die Erläuterung. Dann hoffen wir doch mal, dass das Ganze hier hilft.
So, zweiter Intervall, die zweiten 20 Minuten sind rum. War jetzt schon deutlich härter als das erste, so soll es ja auch sein. Ich mache es jetzt wieder wie eben, kurz locker kurbeln, runterrollen und dann beginnt das nächste. Bevor gleich das dritte und letzte Intervall kommt, nehme ich noch ein Gel und verpflege mich noch, damit ich noch genug Power habe. Und was mir gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, was ich gerne noch ansprechen wollte, ist, viele von euch schreiben ja, du fährst Intervalle, warum soll ich das machen oder was bringt mir das? Also ich bin natürlich seit jeher immer Intervalle gefahren, um mich eben auf meine Rennen und Wettkämpfe vorzubereiten. Mittlerweile fahre ich ja nicht mehr so viele Rennen, aber trotzdem möchte ich eben fit sein und dabei helfen mir eben die Intervalle. Also ich möchte einfach für mich gut fühlen und ich möchte die Berge schnell hochkommen ohne Mühe. Ich möchte lange Touren fahren können und dafür fahre ich eben Intervalle. Und deswegen denke ich auch, dass Intervalltraining jetzt nicht nur primär für Leistungssportler oder wettkampforientierte Sportler ist, sondern auch euch dabei helfen kann, eure Ziele zu erreichen. Und wenn es jetzt nur ist, ihr möchtet einen Alpenpass hochfahren können, ihr möchtet eine bestimmte Zeit auf eurer Hausrunde fahren und dabei hilft es euch eben, wenn ihr strukturiert Intervalle fahrt. Also in meinen Augen ist es jetzt nicht nur was für wettkampforientierte Racerinnen und Racer. Also ich werde auch weiterhin Intervalle fahren, wenn ich keine Rennen mehr fahre. Ganz einfach eben, um mich selber gut zu fühlen und um fit zu sein. Ja, das wollte ich noch loswerden. Jetzt rolle ich aber den Berg wieder runter und dann beginnt Nummer 3. Und dann starten wir gleich die letzte Runde für heute. Ich glaube, das wird jetzt nochmal ein richtiges Brett, weil 3x20 Minuten SST habe ich echt lange nicht gemacht. Ich glaube, weil ich so viel Respekt davor hatte. Wenn ich es jetzt heute schaffe, bin ich echt richtig stolz. Das dritte hat es jetzt ganz schön in sich. War mir eigentlich auch vorher klar. Von daher ist es jetzt keine Überraschung. Aber ich will das heute durchziehen. Let's go! Ich mische mich an dieser Stelle nochmal ganz kurz ein. Fahr du ruhig weiter. Mir ist noch was eingefallen, was mir an dieser Stelle wichtig erscheint. Und zwar, es gibt ja zig verschiedene Ansätze in der Sportwissenschaft und in der Trainingslehre. Und was ich euch eben aus meinem Training berichte, ist eben das, was ich selber praktiziere, was mich eben weiterbringt und was mich seit Jahren recht erfolgreich im Sport hält. Und ich kann euch eben nur das weitergeben, was bei mir selber funktioniert. Es gibt ja zum Beispiel auch den Ansatz von LIT-Training, das heißt Low-Intensity und HIT-Training, High-Intensity. Und da wird eben dieser komplette Tempobereich, in dem jetzt zum Beispiel das SST-Training anzusiedeln wird, einfach weggelassen. Für mich und meine Ziele und Ambitionen ist dies aber aus sportwissenschaftlicher Sicht nicht so sinnvoll, weil ich halt eben meine Rennen und Wettkämpfe, das heißt im Marathonbereich oder Etappenrennen, hauptsächlich in dieser Zone fahre. Und es würde eben für mich dann keinen Sinn machen, dass ich das im Training komplett weglasse. Aber hier kommt es eben immer auf eure individuellen Ziele und Pläne an und auch was für ein Fahrertyp ihr seid, also was ihr mit dem Sport erreichen wollt. Das kann man eben alles nicht pauschal sagen. Und das spielt eben alles mit rein, wie ihr euer Training gestaltet. Grundsätzlich gibt es dort eben überhaupt kein richtig oder falsch. Training ist eben sehr individuell. Aber ich kann euch eben nur das weitergeben, was ich eben selber mit Erfolg praktiziere. Ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben und jetzt schalte ich zurück ins Intervall.
So, fertig. Das dritte Intervall ist auch geschafft. Puh, so, jetzt nochmal ein ganz schönes Brett hinten raus. Aber jetzt bin ich doch mega froh, dass ich das mal wieder geschafft habe, 3x20 Minuten SST zu fahren. Jetzt fahre ich mich noch aus. Ich schätze mal so 20, 30 Minuten im Ausdauerbereich. Und dann ist das Training auch geschafft. So, ich habe mir das Laktat noch aus den Beinen gefahren und war jetzt 2,5 Stunden unterwegs und habe hart und ich hoffe effektiv trainiert. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich sehr über ein Like für dieses Video, ein Abo für meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal so ein Intervalltraining gefahren seid. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin!